Hallöchen Leute, willkommen zurück zur finalen Episode, zur 11. Episode von meinem Let's Play Splatoon Story Modus. Ich bin Davy und ich will euch natürlich ganz herzlich zurück begrüßen. Es ist Endboss Time. Was habe ich kurz gemacht, als es offscreen war? Ich habe hier den Tintentank natürlich auf Max hochgestuft, weil ich glaube, für diesen Endboss brauchen wir sehr viel Tinte. Es wird Zeit, Leute. Suchen wir mal oder gehen wir jetzt mal zum Endboss. So, was ist jetzt die Möglichkeit, da schnell hinzukommen? Das heißt, ich denke mal von hier runter. Vermute ich mal. Oder? Weil wie kommen wir jetzt da hoch? Ganz schnell. Das weiß ich nämlich gerade nicht. Vielleicht doch von hier. Okay. Ja, so wie es aussieht. Ja, das ist die Option, da hochzukommen. So, Dille. Ja. Da geht's nämlich zum Boss. So, gut. So, jumpen wir mal rüber. Gehen hoch. Katapultieren uns nach oben. In den Fängen der Oktotyrannie. Leute, der letzte Boss, der Megaboss. Wartet auf uns. Ich bedanke mich erstmal jetzt schon für diese grandiose Unterstützung bei diesem Let's Play und starten wir unsere letzte Mission von diesem genialen Story-Modus. Nummer 3, das ist eine Falle. Komm bloß nicht näher. Das fällt dir aber früh ein. Wir können ja schlecht wieder gehen. Wir lassen dich doch nicht einfach im Stich. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, auf was uns hier wartet. Ein Grieser. Oh oh. Es soll das schwerste Boss in diesem ganzen Game sein. Oh mein Gott, DJ Octavia. Muss das sein. Was für eine geile Musik. DJ Octavio, ich werde mir zurückholen, was mir gehört. Dann fangen wir mal an. Okay, ich muss warten. Wow. Okay, wie machen wir das jetzt hier? Okay, die Hände muss ich zurückschießen, alles klar. I understand. So. Nein, ich hab's verkackt. Okay. So. Ah. Sehr gut. Oh nein, ich fall runter. Wie dumm war das bitte? Gott, war das dumm von mir. Okay, ich muss die Hände zurückschießen. Alles klar, I understand. So, boing, in your face. So, und rüber jump. So. Ah, verdammt, ich hab's wieder verkackt. Oh. Bam, aber die Faust kriegst du in deine Fresse. So. Und die jetzt auch, aber. So, wo geht's weiter? Geht's da weiter, oder was? Denkst du, du kannst es mit mir aufnehmen, oder was? Was geht jetzt mit dem? Wow. Was ist das? Okay, ich muss zurückschießen wieder. Okay, alles klar, I understand. Sehr schön. Umf. Das hat gesessen, ne, mein Freund. Aber ordentlich. So. Okay, und jetzt geht's weiter. So, bis zum Checkpoint-Time. Yes, Checkpoint-Time. Also, der hat's schon in sich, der Boss. Wow. Alles klar. Bam. Okay.
Da kommen sie jetzt doppelt, die Dinger. So. Gut, Aktenkoffer geholt. Wupp. Aus dem Weg. Bam. Zack. Wunderbar. Hä, da kriegst du es total in die Fresse. Yeah, oh, da ist... Okay. Ja, ja, ja. Du ziehst dir einen Scheißtrick zusammen. Wupp. Den habe ich verkackt. Den habe ich auch verkackt. Verdammt. Nein, 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 nein. So, jetzt aufpassen. Da ist er. So, komm. Zack. Der hat gesessen, mein Freund. Okay. Wie kommen wir jetzt da hoch? Wow. Der war knapp, ey. So, gut. In your face. So, okay, dann muss ich wohl da hoch, hä? Ja. Sieht so aus. Wow. Nett in den Strahl reinfallen. Gerade so gemacht. Oh, das war knapp, ey. Das kann man laut sagen. So, alles markieren. Yo, yo, yo. Du ziehst ja wieder einen Scheiß. Nimm dies. Was denn? Ah, jetzt tut er wieder die nächste Rakete schießen. Alles klar. I understand. Wow. So. Zurück mit dir. So, nochmal. Boom. Wunderbar. Bam. Sehr black. Das hat total gesessen in dir. Ja, ja, ja. So, dann gehen wir auf die nächste Plattform wieder. So, wo ist das? Da. Boing. Nächster Checkpoint. So, gut. Was haben wir hier? Noch ein Koffer. Okay, ich hab's wieder verkackt. I understand. Ich hab's wieder verkackt. Oh, wie bitter ist das jetzt bitte? Das ist ja sowas von bitter. So, komm. So, weg mit dir. Und du kommst auch. Zack. Boom. So, okay. Okay, ein Schutz, den Schutz brauche ich. Sehr schön. Aber wie soll ich jetzt bitte das benutzen? So, komm. So, komm, die Kugeln will ich noch haben. Wow. Okay. Einmal Faust. Nochmal Faust. Wunderbar. So, komm. So, sehr schön. Gut, gut, gut. Nein! Wow, das war knapp. Gott, ey. Okay, ich bleib mal hier kurz, bevor ich mich nach vorne bewege, weil da kommen sie schon, die Hände. So. Boom. So, und jetzt nach vorne bewegen. Sehr schön. So, der nächste Aktenkoffer gehört auch uns. Okay. Da kommt die... Nein! Komm her. Zack. Boom. Oh Gott, was geht jetzt ab bitte hier? Meine Güte. Alter Falter, ist das krass. Oh, der Boss hat sich schon in sich. Oh. So, aktivier. Weiter geht's. Zack, nächster Checkpoint. Holla die Walfee. Der hat's wirklich in sich und jetzt schießt er sogar noch viermal. So, bam, einmal die Faust. Nochmal die Faust. So, was geht, ey? Okay. So. Sehr schön. Gut, 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 gut. So, einmal Aktekoffer. Dankeschön, als Superschild gedacht. So, komm. So, Faustli, komm her. So, nochmal Faustli. Und weg mit dir. So, wie kommen wir jetzt darüber? Alles klar, so. Alles klar. So, gut, 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 gut. Nochmal, Spezialattacke. Nochmal ein Tint-Bazooka. Das kann doch echt nicht wahr sein. So, komm. Komm, nochmal Faust. Und nochmal Faust. Sehr schön. Okay.
So, schnell hoch. Boah. Das war knapp. Das muss ich zugeben. Das war echt knapp. Boah. So, okay. Hand. Erste Hand. Nächste Hand. Boing. Sehr schön. Was geht, ey? Reicht jetzt nicht. Aus dir mache ich ein Stempelkissen. Hast du aber nur du gedacht. Okay. Okay, die Rakete kommt wieder. Wupp. Boom. Weg mit dir. Okay. Oh, das war knapp. So ein bisschen vor. Oh nein, jetzt habe ich es verkackt. Verdammt, schade. Ich habe es total verkackt. Schade, schade. Und dieser Gang ist ja richtig schmal gerade. Das ist ja echt brutal und unfair. Okay, macht er noch eine Rakete. Sehr schön. So, jetzt aber. Komm. Komm her. Weg. Zweimal. So, Seite wechseln. Nein! Was war denn das für ein Rotz, bitte? Was war denn das bitte für ein Rotz? Das war ja jetzt gerade unfair und dumm von mir. So, komm. So, geh. Auffüllen. Sehr schön. Schon wieder verkackt. Ich bin so dumm, dass ich mich auf die scheiß Gegner konzentrieren tue. Verdammt. Komm jetzt. Super. Ah, das war knapp. Gut. Jetzt muss ich halt drauf bleiben. So, scheiß drauf. Sehr schön. Aber jetzt hat er dich. Wumpf. War's das schon? Dafür wirst du bezahlen. Nee, ich glaub's nicht. Was ist das für ein Lied? Was ein saugeiles Lied, ey. Hey, ich kann das nicht lesen. Kannst du unser Lied hören, Nummer 3? Du hältst es falsch rum. Das ist doch... Das ist genau meine Musik, die CC Rants. Ja doch, dein Enkelin. Nicht so einen Schreck ein. Nummer 3, bitte rette unseren Opa. Okay, ich denke mal, wir kommen jetzt zum letzten Checkpoint, so wie es aussieht. Yes! Letzter Checkpoint. Time. Yeah! Ah, ich hab's verkackt. Ich hab das auch verkackt. Verdammt. Okay. So. Oh, das ist unfair jetzt. So, wo ist die Hand? Wo bleibt die Hand? Komm weg. Da. Bam. In your face. Bitch. So, und weiter. Sehr schön. Gut. Ich muss vorwärts kommen. Nein. So, komm, wo ist die Hand? So, da ist die Hand. Sehr schön. Und nochmal. Und vorwärts. Das wird knapp. So, jetzt muss langsam die Raketen kommen, glaube ich. Sehr schön. So, gut. Schutzschild. Time. Sehr gut, sehr gut. Schutzschild ist immer gut. So, ich aktiviere es jetzt sogar. Das ist mir echt zu blöd gerade. Komm. Boom. Sehr schön. Und vorwärts. So, sehr gut. Ich glaube, der macht jetzt wieder seine letzte Rakete. Vermute ich mal. Sicher bin ich mal, aber nicht. Boah, was geht, ey? Jetzt reicht's langsam. So, einmal Faust nochmal. Nein! Boah, gerade so noch hinbekommen. So, vorwärts. Punkte. 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 Boah, das wird jetzt unfair, aber... Ja, das wird saumäßig unfair. Was geht?
So. In your face. In your face. So, jetzt muss Raketentime sein, langsam. Und, ist Raketentime? Ja, ich werde das nun zu Ende bringen. Ja, es ist Raketentime. Jetzt geht's aufs Angemachte. Nein. Das kann man nicht schaffen. Ich muss weiter zurück. Ich muss weiter zurück. Sonst geht es total in die Hose. Obwohl, ich muss davor, glaube ich. Ja. Oh je. So, komm. Das ist eine ganz schmale Plattform. Ich muss nach rechts und links arbeiten jetzt. So, komm. Boom, eine Rakete. Nein, ich hab's verkackt. Schade. Schade, ich hab's total verkackt. Grad. Komm, es ist der letzte Checkpoint. So schwer wird es wohl jetzt nicht sein. Sehr schön. Nein, ich hab's schon wieder nicht aufgepasst. Der ist ja ziemlich ganz nah. Das war sehr dumm von mir gerade eben. Ich stelle mich auch gerade dumm an beim letzten. Oh Gott, schwitze meine Hände gerade. Ich bin so nervös. Ist abartig. Komm. So, komm. So. Jetzt aber. Oh oh. Nein. Ich musste mich verstecken wegen dem scheiß Schuss. Unfassbar. Dabei habe ich zweimal die scheiß Rakete getroffen. Drecksvieh, ey. So, komm. Geh sterben. So, komm. Yes. Jetzt habe ich die Möglichkeit. Jetzt gibt ihm den Rest. Zack. Umf, wie ist das möglich? Von einem Hinkling besiegt. Wie bedauerlich. Kaboom! Oh, okay. Gibt's keinen Abspann, oder was? Ganz in Kuppel schläft nur der Newsticker nicht. Wie? Was? Wo? Was gibt's denn um die Uhrzeit? Der riesen Elektrowalz ist zurück am Tintenturm. Oh, echt? Das ist ja mal eine Neuigkeit. Oh, er war. Wir werden es wohl nie erfahren. Naja, jetzt ist er ja wieder da. Jo, lass uns das mit einem Ständchen feiern. Und die Uhrzeit? Naja, warum eigentlich nicht? Ja, Leute. Das war's mit Splatoon. Ja, der Story-Modus ist beendet. Ein wunderschönes Spiel, muss ich echt zugeben. Richtig schön gemacht. Also, es ist echt auf eine Art und Weise nett gewesen. Richtig cool. Also, ich bin echt, ich sag mal, dafür, dass es hieß ja, dass das Game nicht so 100% fertig ist, bin ich auf eine Art und Weise schon zufrieden. Also, wenn ihr hier merkt, ich bin der, wo hier spritzt. So, wir tun mal hier ein bisschen die Credits hier ein bisschen ausfüllen, dass man auch die, natürlich die guten Leute, die dieses Spiel entwickelt haben. Und das ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Also, Nintendo hat ein neues Franchise wirklich erfunden, das echt Spaß macht. Ich bin vom Story-Modus nicht enttäuscht. Er ist gut. Klar hätte man ein bisschen was Besseres draus machen können, aber es war echt einfallsreich. Die 27 Level auf einer Seite ist schon kurz geraten. Ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt mit Updates her gesehen. Aber ansonsten, ich bin eigentlich zufrieden.
Für den Story-Modus und generell von dem Spiel, ganz ehrlich, es ist jetzt nicht übertrieben, ich gebe dem Spiel wirklich 9 von 10 Punkte, weil es einfach ein geiles Game ist. Das Spaßfaktor ist immer da, auch wenn ab und zu, sag mal, dieser Rangkampf eher frustrierend ist, weil manche verstehen immer noch nicht das Prinzip dieses Games. Aber, naja, was soll man halt dazu machen? Ansonsten, der Story-Modus gebe ich 7 von 10 Sternen. Man hätte echt ein bisschen mehr draus machen können, aber es war echt cool gelungen, es hat Spaß gemacht. Der Endboss war echt einfallsreich, sogar einer der genialsten Endbosse, die ich seit den letzten Jahren gespielt habe. Da muss man echt zugeben, Nintendo, da habt ihr euch echt was einfallen lassen. Richtig cool. Ansonsten, ich will jetzt nicht viel sagen zu diesem Game. Ihr seht, ich tue es ja auch online spielen. Ich kann halt nicht viel dazu sagen, weil es ist halt einfach nur geil. Kritisieren tue ich jetzt eher nicht viel. Klar, man hätte auch die Grafik besser machen können, aber ansonsten ist es ein schönes Game. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten bei diesem kurzen Projekt. Das nächste kurze Projekt, das es jetzt laufen wird, wird Mario Kart 8 200 CCM sein, das am Montag startet. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen nochmal und verabschiede mich. Danke fürs Spielen und danke Nintendo. Euer Davy, tschüssi, Kowski. Thank you.